Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Leonie in ihrem neuen Spielzeug. Ja, ich habe sie jetzt gerade reingemacht, weil ich mich schnell geschminkt habe. Selina ist hier im Bett. Ich darf sie nicht zeigen, weil sie noch im Pyjama ist. Ja, heute scheint die Sonne. Wir gehen auf jeden Fall spazieren. Heute Morgen war es richtig kalt, alles gefroren. Luki musste 20 Minuten an der Bushaltestelle warten. Haben wir FaceTime gemacht, damit die Zeit ein bisschen schneller oben ist. Und ich fühle mich heute nicht so gut. Die schälen sich meine Augenbrauen. Also die Farbe geht jetzt langsam ab. Die Schicht mit dem Blut, also es heilt jetzt. Sieht voll komisch aus. Ich habe es nochmal eingecremt. Meine Babyhaare stehen hier überall ab. Das sieht so komisch aus. Und ja, mal gucken. Ich sehe irgendwie voll fertig aus heute. Ich weiß auch nicht. Kurze Nacht, gell? Du kleine Rakete. Kurze Nacht. Ja. Was sind das für Geräusche? Für die Geräusche unten. Ja, wir erwarten heute ein paar Pakete. Ich hoffe, sie kommen auch an. Ich habe nämlich, da ich ja nicht mehr einkaufen möchte in der Stadt, mit den Erfahrungen, das ist einfach nur nervig. Deswegen habe ich jetzt bei H&M Klamotten für Lukas wenigstens bestellt, weil alle kurzen Hosen vom letzten Jahr sind zu klein, kriegt sie nicht zu. Also entweder, ja gut, er ist gewachsen und hat vielleicht ein bisschen zugelegt, dann Corona wahrscheinlich. Und ja, Hosen, lange Hosen habe ich ihm bestellt. Also sie checkt jetzt noch nicht, dass sie da drin sich bewegen kann. Sie steht halt die ganze Zeit, ist so süß. Ja, ihr Lieben, mal gucken, was heute so passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video und ja, bis gleich. Die Küche glänzt wieder. Fast. Ich muss das Zeug noch hier abtrocknen. Ja, und das für die Burger lasse ich noch da, weil der Roy hat gesagt, er möchte spät noch einen Burger essen. Ich habe nämlich hier die Burger noch drin von gestern. Und ich esse auch noch meins. Meins ist nämlich hier dieses vegetarische. Und ich muss sagen, also es sah nicht so lecker aus, aber es schmeckt, also was heißt richtig gut. Also es kann man essen. Ich finde es jetzt nicht schlimm, also nicht schlecht oder sowas. Werde ich mir auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wiederholen. Und ich habe gerade überlegt, wir haben so viele Äpfel, müssen irgendwas mit Äpfeln machen. Muss mal gucken nach einem Rezept, nach einem Apfelkuchen oder so. Wir gehen jetzt spazieren. Habe ich alles? Mir ist vorhin ein Missgeschick passiert. Ich bin so doof. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe ja, mein Handy hat ja keinen Speicher mehr. Speicherplatz voll und ich musste halt so viel löschen und bin halt auf Auswählen gegangen, ganz schnell. Ja, wie immer, schnell, schnell. Und dann habe ich eure Fragen für das Q&A gelöscht. Sorry, ich werde bei Instagram nochmal so eine Umfrage machen. Dann könnt ihr, wenn ihr immer noch wollt, die Fragen reinschreiben. Und übrigens muss ich noch sagen, eine Frage wurde ganz oft gestellt. Und auch im Live, also als ich live war bei Instagram. Viele wissen vielleicht, welche Frage ich meine. Ich werde jetzt nicht darüber sprechen, weil die Kinder gucken das Video. Aber ich kann euch sagen, dass ich diese Frage vielleicht dieses Jahr noch beantworten werde. Genau, die wird nämlich ganz, ganz häufig gestellt. Aber im Moment ist es halt noch zu privat und ja, wie soll ich sagen, noch nicht geklärt. Genau. Ich muss jetzt die Decke wegmachen. Es ist so schön draußen heute. So warm. Richtig frühlingshaft. Kuckuck. Ich habe jetzt angefangen, die Wäsche abzunehmen, die helle. Und habe jetzt aus dem neuen BH die Bügel abgemacht, rausgeschnitten. Ich habe hier einfach ein Stückchen aufgeschnitten und die raus, weil das drückt einfach immer hier so rein und es tut immer so weh. Deswegen, ja, es ging jetzt gut raus. Ist halt jetzt ein bisschen so breit geworden. Na, mal gucken. Der war ja nicht toll. Doppelpack 10 Euro. Und wenn ich hier schon gerade sitze, eine Zuschauerin wollte nämlich gerne wissen, was ich so benutze.
für mein Gesicht. Also ich habe jetzt nicht nur eine Creme, die ich unter das Make-up nehme, sondern drei. Und zwar die von M. Asan, dann die von Prettyvol, Vitamin C unter Make-up und die kleine Maus hat gerade da, wenn die Sonne scheint. Die Sonnencreme, die habe ich euch aber schon gezeigt, ist die günstige von der DM-Marke. Ja, mein Schatz. Ja. Und für die Nacht nehme ich dieses Retinol-Serum. Genau. Und das war's. Also Make-up. Genau, Make-up kann ich euch ja noch zeigen. Auch Asan habe ich euch ja auch schon öfter gezeigt. Das ist das beste Make-up ever. Und Roy hat mir so ein XXL 90 ml mal im, oh, wie heißt denn das, im Fernsehen, dieses Shop da, ich weiß nicht, wie das heißt, sorry, wenn es mir einfällt, blende ich es euch ein. Und genau, ja, für meine Augenbrauen habe ich ja diesen Stift, der ist von Catrice, das sieht man gar nicht mehr, aber wenn das jetzt geheilt ist, muss ich halt mal gucken, ob ich die Farbe nehme oder eine andere, ob ich überhaupt noch nachfahren muss. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sieht es jetzt schon so ein bisschen grau aus. Ja, mal gucken. Bin mal gespannt, wie es dann aussehen wird. Und für die Lippen habe ich hier verschiedene. Das ist gerade mein Lieblingszeug. Das ist das Neue aus der Werbung. Und ich habe mir auch diesen Maybelline Tattoo Bro, was auch in der Werbung ist, bestellt gehabt. Und ja, ich empfehle das überhaupt nicht, weil erstens schmilzt das Ding weg, das ist so weich, schaut euch mal das an. Ich drücke nur drauf, zack, hier. Und vor allem kannst du das nicht spitzen. Ich weiß nicht, was die für einen Spitzer hier empfehlen. Ich habe zwei verschiedene versucht, das ging nicht. Also das ist so ein Schrott, das ist echt eine, naja, egal. Regen wir uns mal nicht auf. Ein Fehlkauf auf jeden Fall. Ja, und für die Lippen, ja, macht immer so verschiedene Sachen drauf. Genau, aber das ist gerade mein Lieblingsteil. Ja. Und Parfüms habe ich verschiedene. Mal das, mal das, mal das. Aber mein Lieblingsparfüm ist eigentlich, das ist jetzt nicht das Originale, das Sie von Giorgio Armani, glaube ich, ist das. Ja. So, und jetzt, bevor die Kleine hier ausrastet, mache ich schnell die Wäsche. Ich mache mir jetzt einen Burger zum Mittagessen. Selina macht ihre Aufgaben, die hat jetzt keinen Hunger. Und später, wenn die Jungs nach Hause kommen, mache ich dann ein Brokkoli-Spargel-Auflauf. Genau. Die Spargel müssen wir nämlich heute machen, weil ich sehe schon, die werden so ein bisschen weich. So, jetzt mache ich mir erstmal einen Burger. So, Gürkle mache ich drauf. Mausi, du bist heute unmöglich. So, die Selina gibt jetzt Essen und ich mache schnell die Flaschen. Der arme Mann von der DHL. Nur weil das Baby One nicht gebacken kriegt, ein Kindersitz oder mehrere Kindersitze zu bestellen. Wir waren ja extra im Baby One und wollten gleich einen mitnehmen. Ne? Jetzt ist das Paket angekommen. So riesig und schwer, weil da ist ja diese Station noch mit dabei für dieses Isofix. Ja, genau. Cosmos Black haben wir genommen, also schwarz. Jo, ich dachte, wir haben grau genommen, aber egal. Die Farbe ist mir sowieso wurscht. Auf jeden Fall ist er jetzt endlich da und wenn der Roy kommt, kann er den dann in, ins Auto packen. So, die Nudeln kochen gleich hier. Die Spargeln werden wir jetzt anbraten, weil wir machen ja, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, Spargel-Brokkoli-Auflauf. Brokkolis sind schon in der Form. Wir machen hier dann rein die Hollandaise-Soße. Creme fraiche, da mache ich Käse drüber und würze das Ganze nur mit Brühe, genau. Zum Nachtisch gibt es heute Schokofondue und Bananis. Hallo? Ich nehme es dir nicht weg. Man sieht, Selina hat ihr Essen bekommen, was sie sich schon seit so Wochen gewünscht hat. Oh Gott. Wie so ein Hund. Lukas ist auf dem Fußballplatz und Selina und ich gehen jetzt auch eine Runde spazieren, weil es ist so schön draußen und die Kleine hat die ganze Zeit gebrüllt. Also heute ist echt extrem und jetzt habe ich sie in den Kinderwagen gelegt. Schaut mal. Ist gleich eingeschlafen.
Und Selina macht eine Modeshow. Wir haben uns übrigens, habe ich glaube ich vorhin gar nicht gesagt, für den Britax Röhrhoff entschieden. Haben auch nur gute Sachen gelesen und meine Schwester hat den auch und hat den auch empfohlen. Ja, aber ich zeige ihn euch dann, wenn er ausgepackt ist, wie der aussieht. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde spazieren. Ich habe dem Roy geschrieben, ob er mitkommen möchte, wenn er Feierabend hat, aber anscheinend hat er viel zu tun, hat noch nicht zurückgeschrieben. Willst du das Kind mitnehmen? Okay, gut. Na dann, auf geht's. So, jetzt sind alle dabei. Wir haben uns ein Eis geholt und genießen einfach die Sonne. Da vorne ist der Roy, das Skaterboy. Kleine schläft. Roy fährt mit Musik, voll der Coole. Bist du cool oder was? Wir sind wieder zu Hause. Der Roy und der Lukas sind dann zu uns gestoßen. Und dann sind wir zum Kaufland gelaufen, haben uns Eis geholt bei dem schönen Wetter. Und Roy und Selina waren kurz noch im Kaufland drin und haben was Süßes geholt. Und zwei Dosen Cola, die haben sie schon ausgetrunken. Genau. Das ist was Neues hier. Kokosnuss hat bestimmt Selina ausgesucht, oder? Mit Kokos? Bestimmt. Und ja, das hatten wir schon. Davon haben wir auch unterwegs was gegessen. Das ist voll lecker. Das ist so mit Karamellschokolade. Mega lecker. So, und jetzt mache ich hier die Fondue-Schokolade mit Bananas. Aber warte auf mich, gell? Nö. Das ist für jeden eine. Nee. Ich sag's dir, du. Mari, hast du Kacke gemacht? Irgendwas? Hast du Kacke gemacht? Lukas! Mir stinkt. Ich muss mal kontrollieren. Das sieht immer so kaputt aus. Mein Auge hat schon wieder gebrannt. Immer links. Ja, auf jeden Fall war jetzt Hermes da und hat unser Haut-M-Paket gebracht. Und ich dachte mir, ich zeig's euch mal ganz schnell, es ist schon 8. Und dann essen wir zu Abend und ja, chillen. Ich glaube, es ist schon bezahlt, oder? Ich weiß nicht. Mal gleich gucken. So, das meiste ist ja für Lukas, wie gesagt, der braucht ja Klamotten. Das meiste eigentlich alles, oder? Ja, nee, ein Teil ist für mich. Habe ich ihm so eine. Oh Gott. Wie sieht so groß aus? Vielleicht kommt es mir nur so vor. Musst du die mal anprobieren. Sind da so Gummiteile? Ah ja, okay. Das sind so Gummiteile, das ist immer praktisch, wenn die so ein bisschen zu groß ist. Ja, so eine Jeans. Kurze, hat gekostet. Ich sehe keinen Preis. Steht nicht immer der Preis an? Ich glaube 10 Euro. Da steht ja kein Preis. Nein. Da steht nur Euro. Da steht aber kein Preis. Ich glaube, die hat 10 Euro gekostet. Dann habe ich mir ein Kleid bestellt. Ganz einfaches mit, ja, wie so Spaghetti-Träger. Das ist so ein, wie so ein, ja, ist das, so ein Pulli-Stoff. Und dann hat es so einen Schlitz hier irgendwo. Hier ist ein Schlitz. Das zeige ich euch dann bei Instagram, wie es angezogen aussieht. Einfach so ein Basic. Süß, oder? Dann noch eine Hose für Luki. Schnucki, der liebt ja Jogginghosen. Steht hier wenigstens der Preis? Hier steht ja nirgendwo der Preis. Ich glaube, die hat 14 oder 17,99 gekostet. Mit so einer Schrift an der Seite. Und mit so, Taschen. Und hier ist noch eine Tasche. Die gab es in verschiedenen Farben, nur leider nicht in seiner Größe. Deswegen musste ich die hier nehmen. Eigentlich wollte ich so eine Khaki-Grüne nehmen. Und dann noch eine kurze Hose. Einfach so eine lässige. Ja, die mag er ja am liebsten. So weiche Hosen. Mit Fußball spielen oder so. Genau, und die hat, glaube ich, auch 10 Euro gekostet. Dann hat die Jeans 15 gekostet. Die Tüte geschnappt. Ihr Lieben, wir würden uns dann auch von diesem Vlog verabschieden. Wie gesagt, heute passiert nichts mehr Interessantes. Heute ist auch nichts Interessantes passiert. Ich hoffe, es war nicht so langweilig, ihr Lieben. Auf jeden Fall nehmen wir euch morgen wieder mit. Wir danken euch fürs Zuschauen. Tschüss.